Hallo meine lieben Freunde, zurück bei Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask. Und bevor wir jetzt Mitternacht haben und da oben letztendlich die Tür aufgeht, werden wir noch kurz was machen, denn wir haben noch ein bisschen Zeit bis Mitternacht. Und zwar werde ich jetzt hingehen und werde nun mein Geld noch bei dem Bettler abgeben. Mal gucken. Hallo kleiner Mann, möchtest du nicht deine Rubine deponieren? Heutzutage wollen die Leute ihre Ersparnisse einfach nicht mehr einzahlen. Nichts, nichts. Also bei einem Anreiz verriere ich dir ein spezielles Prämie, je nachdem, wie viel du einzahlst. Also 200 mehr Rubin bei... Ah, cool. Ah, nun. Geben wir mal glatt unser Geld ab, was wir haben. Und, ja, 58. Jep. Ernsthaft, das ist eine Menge, eine Menge, eine Menge. So, junger Mann, wie lautet dein Name? Seppi war der Name, oder? So, das wär's. Deine Ersparnisse sind bei mir in guten Händen. Lass mich doch noch rasch mit meiner Spezialtinte kennzeichnen. Keine Angst, die Tinte ist unsichtbar und es tut auch nicht weh. Okay, das war's auch schon. Von jetzt an werde ich dich immer erkennen. So, kleiner Mann, dein Kontostand beträgt derzeit 58 Rubine. Komm zurück, wenn du ein paar Reichtümer angesammelt hast. Mach ich doch glatt. Und jetzt müssen wir warten, bis Mitternacht ist. So lange dürfte es nicht mehr dauern. Es wird ja immer dunkler und immer dunkler und immer dunkler. Und ja, so lange, bis es soweit ist, würde ich sagen, gehe ich jetzt einfach mal da hoch. Wieder. Boah, dann haben wir ja, fast schon... Springen hier bitte. Gut. Ja, müssen wir einfach warten, bis hier Mitternacht ist. Was könnte ich in der Zeit so babbeln jetzt? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Die Zeit geht ein bisschen langsam vorbei jetzt letztendlich. Deswegen bleibe ich mal kurz hier stehen und wir beobachten unseren Deko-Jungen. So in der Art. Nein, wie ihr gesehen habt, Mario Let's Play ist ja dann jetzt fertig, hochgeladen und komplett fertig. Ich habe mich gefreut, dieses Let's Play zu beenden und auch gemacht zu haben. Und ja, war ein tolles Projekt und nun kümmere ich mich ein bisschen mehr um dieses Projekt. Und ja, ich werde jetzt nicht unbedingt schneiden. Ist jetzt nicht böse gemeint, aber ich schneide nicht gerne. Habe ich das noch nie gemacht. Und deswegen spult ruhig vor bis zu der Stelle, wo es losgeht. Es ruckelt schon wieder und ich will endlich zu Horror-Kid, Mann. Okay, die Musik kommt zwar nicht, aber ich mach einfach mal. Laufen wir einfach mal in der Gegend rum und gucken uns noch ein bisschen um, ob noch irgendwas ist, was uns interessiert. Das ist der... Was sagt denn der Freak eigentlich jedes Mal hier? Stehen geblieben, Deko-Kerl! Ich würde dich gerne aus der Stadt lassen, aber deine Eltern suchen sicher schon nach dir. Wenn ich dich jetzt gehen lasse... Wirst du dich sicher verirren? Warte lieber auf sie. Okay. Noch irgendjemand, den wir gerade ansprechen können, so... da ist noch einer. Hallo. Hey, Deko-Junge, wartest du darauf, dass wir die Brücke vom Festturm zum Eingang des Uhrturms fertigstellen? Tut mir leid, meine Leute haben es mit der Angst zu tun gekriegt und sind davongelaufen. Das ist alles, was ich dieses Jahr als Turm anbieten kann. Nicht gerade viel. Selbst wenn wir bis an die Spitze klettern würden, könnten wir den Eingang nicht erreichen. Ich muss mich wohl dafür entschuldigen. Ich wünschte, ich könnte den Mond einfach verjagen. Leider kannst du das nicht. Und ja, wie ihr da unten an der Uhrzeit seht, ist jetzt fast 12. Fast Mitternacht. Das heißt, wir können gleich hoch. So, los, wieder rein. Denn gleich ist es soweit. Gleich. Kommen wir zur Rakete und der Mond kommt immer weiter nach unten. Was nicht gerade sympathisch ist letztendlich. Aber irgendwann müsste sich doch endlich hier die Tür öffnen. So. Jetzt warten wir nicht mehr lange. It's the final countdown. Okay, der Part geht jetzt noch etwa 10 Minuten und wir haben 5 Minuten damit verbracht, hier rumzustehen, mit Leuten zu reden und zu warten, bis es endlich Mitternacht wird. Wow, was für eine Ausbeute in 5 Minuten. Sorry Leute, aber jetzt ist ja Mitternacht und 12 Uhr. Es ruckelt mal wieder und... Katschau, 12 Uhr. Oh, wie toll, ein Feuerwerk. Was passiert jetzt? Wow, die Uhr geht nach oben.
Beziehungsweise, was ist denn das denn, bitteschön? Was haben die das da eingebaut? Soll einer mit dem Riesenhammer draufschlagen oder was? Ah, das erklärt's jetzt. Ah, das erklärt's. Okay. Und. Boom. 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 So, die Tür wäre dann auf und wir können endlich zu unserem Horror-Kit gehen. Dazu verbleiben uns noch eine gewisse Zeit. Ich glaube nicht mehr so viel. Zöger es nicht. Sieh doch, du kannst jetzt hier hinaufgehen. Ist okay. Uns bleiben genau 6 Minuten etwa Zeit, aber die brauchen wir nicht. Deswegen, hallo, Horrorkittchen. Wo bist du denn? Ah, da ist er ja, unser Freak. Oh Mann, ich mag dich nicht. Keine Ahnung warum. Aber ich mag. Hä? Hey, das ist meine Ocarina, gib's wieder her! Schwester! Ah, Tail, wir haben euch gesucht. Hey, Horrorkid, wie wär's, wenn du diese Maske jetzt zurückgeben würdest? Hörst du mir überhaupt zu? Sümpfe, Berg, Ozean, Canyon. Rasch, die 4, die dort gefangen sind, bring sie her. Wow, ey, das war ein Tipp. Du sprichst nur, wenn ich es dir sage, törichte Fee. Nein, lass meinen Bruder in Frieden. Horrorkid, glaubst du wirklich, wir wollen jetzt noch deine Freunde sein? Nun, was auch immer. Selbst wenn sie jetzt noch kommen würden, könnten sie mit mir nicht mehr fertig werden. Seht nach oben. Versucht doch, das Unabwendbare zu verhindern. Uh-oh. Mann, was geht mit dir ab? I don't like this. I don't like this. Und der Mond kommt immer weiter runter. Nein, Alter! Haben wir jetzt ein Zeitspiel vor uns, oder was? Oh mein Gott, das wird jetzt interessant. Okay, Deko-Junge. Wo ist er? Du Boop! Treffer! Das ist meine Ocarina. Gib sie wieder her, du Elender. Elender. Wo ist er? Wo ist er? War er so fallen gelassen? Da! Du hast die Ocarina der Zeit wieder erlangt. Prinzessin Zelda hat dir einst dieses wertvolle Instrument überreicht. Platziere es auf C und drücke A und C, um den Artefakt magische Töne zu entlocken. Drücke B, um dein Flötenspiel zu unterbrechen. Plötzlich kehrt die Erinnerung an Prinzessin Zelda in dein Bewusstsein zurück. Oh mein Gott, was passiert jetzt? Du hast also tatsächlich vor, Hyrule zu verlassen? Oh, Zelda. Auch wenn wir uns erst seit kurzem kennen, kommt es mir vor, als würde unsere Freundschaft schon eine Ewigkeit währen. Unsere gemeinsamen Tage in Hyrule sind unvergesslich. Mein Herz sagt mir, dass der Tag kommen wird, an dem wir uns wiedersehen werden. Bis zu diesem Tag, nimm dies an dich. Süß. Die Ocarina. Ich bete, dass deine Reise eine sichere sein wird. Falls dir etwas zustößt, dann erinnere dich an dieses Lied. Dies weckt Erinnerungen. Oh mein Gott, wo habe ich die ganzen Dinger gelegt? Kurz gucken, wo ich die Dinger gelegt habe. Da war das. Ich erst mal gucken. So, also. Oh. Das war falsch. Ist gut. Komm schon. Ah, so habe ich es gelegt. Gut. Okay, ich weiß, welche Taste ich benutzen muss. Du erinnerst dich an die Hymne der Zeit. Diese Melodie, die am Rande deiner Erinnerung nachklingt, ist ein Lied voller Erinnerungen an Prinzessin Zelda. Oh, und schon reiten wir wieder davon. Bye bye, Zelda. Wir sehen uns next time. Die Göttin der Zeit wacht über dich. Wenn du die Hymne der Zeit spielst, wird ihre Macht dir beistehen. Geht klar. Okay, dann will ich das jetzt spielen. Du.
drauf, du solltest nicht in Erinnerung schwelgen. Wir brauchen dich hier und jetzt. Diese alte Göttin kann uns jetzt auch nicht mehr helfen. Zu Hilfe, Göttin der Zeit, bitte hilf uns, wir brauchen mehr Zeit. Brauchen mehr Zeit? Das kann ich einrichten. Moment, das geht klar. So, zurück. Und jetzt. Huch, wo hast du denn dieses Instrument her? Fett. Zack, und die Hymne der Zeit gespielt. Mit so komischen Trompeten. Keine Ahnung, was das ist, aber ist cool. Du hast die Hymne der Zeit gespielt. Speichern und zur Dämmerung des ersten Tages zurückkehren. Geht klar, Mann. Keine Ahnung, was jetzt passiert, aber mal gespannt. Okay. Egal, was das jetzt gebracht hat, ich werde es sehen, weil genau bis dahin habe ich es nämlich immer gespielt früher. Gut. Weißer Bildschirm. Oh mein Gott. Das sind doch wir. Das Horror-Kid? Wie als Deko-Junge? Nein! Und der Maskenhändler. Okay. Dämmerung des ersten Tages. Es verbleiben wieder 72 Stunden. Interessant. Alles wackelt, alles dreht sich. Oh mein Gott. Na, auf jeden Fall haben wir das erste Treffen mit Horror Kids scheinbar gut überstanden. Was ist passiert? Alles... Hä? Alles ist wieder so wie früher, Mann. Digga, was hast du getan? Hat von Neuem begonnen. Oh mein Gott. Und der Mond ist auch wieder ganz weit oben. Meine Fresse. Geil. Was hast du getan? Dieses Instrument. Dieses Instrument. Dieses Instrument? Warte, das ist dein Instrument. Der Maskenhändler hat doch gesagt, dass er dich zurückverwandeln könnte, wenn du ihm den wertvollen Gegenstand bringst, der dir gestohlen wurde. Hast du das einfach schon wieder vergessen? Okay, dann gehen wir klar zum Maskenhändler und gucken mal, was das abgeht. He? Maskenhändler! Wir kommen wieder. So, wo bist du denn? Da bist du. Edgar! Hast du den Kobold dein edles Instrument abgenommen? Ja. Schüttel mich nicht so. Oh, 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 du hast sie, du hast sie, du hast sie, du hast sie. Ja, wir haben sie. Dann hör mir zu. Bitte spiele dieses Lied nach, das ich vortrage werde. Präge es dir gut ein. Spiele mir nach. Okay. Dum, 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 dum. Geht klar. Schaffe ich. Blöde Tastenlegung hier. Das Lied der Befreiung. Sehr fein und... Wow, wow, wow. Wir schreien scheinbar. What happens? Und schon wieder dieses komische Deko-Etwas hier vor uns. Bye, bye, Deko. Bye, bye. Okay, scheinbar sind wir das Ding endlich losgeworden. Und nun? Die Maske. Eine Maske, eine Deko-Jungen-Maske. Und wir sind wieder wir. Jawohl. Geht doch, Leute. Wir sind wieder wir. Diese Melodie hilft gegen böse Magie und unruhige Geister, indem sie in Masken verbannt. Das soll dir in Zukunft weiterhelfen. Geht klar. Sehr gut. Zum Andenken an diesen Tag gebe ich dir diese Maske. Fürchte dich nicht, denn der Zauber ist nun in ihr versiegelt. Wenn du sie trägst, erlangst du deine vorherige Form. Nimm die Maske wieder ab, um dich zurückzuverwandeln. Geht klar. Sehr fein, wir haben die Maske. Dekuschale haben wir geschafft und können sie nun ins Inventar positionieren und können sie jederzeit wieder in einen Deko-Jungen zurückverwandeln. Sehr fein. Und nun werde ich hier auch den Part beenden. Und man sieht sich beim nächsten Mal, euer Sebi. Ciao, Leute.